Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Longbow-Mod und natürlich auch mit mir, eurem Winter Crassus. Wir befinden uns bei einer Abduction mitten in Brasilien und haben die erste gegnerische Truppe, zwei Drohnen, schon ausgeschaltet. Stehen jetzt allerdings vor dem kleinen Problem, dass wir zwei dünne Männer als Gegner haben, die uns hier schon richtig einnebeln. Und ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert, aber die Person kann reinlaufen, aber konnte nicht bis da drüben hinschauen. Ein Ding der Unmöglichkeit normalerweise. So, hier werde ich jetzt mal den Feind umrunden. Nach Möglichkeit öffnen wir die Tür. Sehen wir ihn immer noch nicht, oder wie ist das? Ja, doch, wir sehen ihn. Aber wir wollen ihn nicht in erster Linie nicht mit der Waffe bekämpfen. Dafür sind wir nicht ausgebildet, das haben wir nicht gelernt. Wir machen nur mal kurz hier die Deckung weg, damit jeder andere, der ihn irgendwie erspähen kann, auch ordentlich drauf wirken kann. 45, das ist wenig. 51 ist immer noch wenig. Oh, das ist gut. Ja, toll. Genauso guter Schuss, wie der andere auch hatte. 66%. Are you kidding me? Das ist doch für Arsche. Na gut, du müsstest das jetzt beenden. Das wäre echt Knorke von dir, Alter. Oder wie das so heißt. Hätte gern die Wand gesehen. So, wenn ich mich jetzt hier auf die Seite stelle, bin ich vor ihm sicher. Und es dürfte eigentlich kein Problem sein, den da zu erschießen. 74%, ich lach mich tot. Yay, erster Abschuss. Stufenaufstieg fast gelungen. So, 51%. Wäre ganz schick, wenn wir den jetzt treffen könnten. Ach, warum auch? Warum die Mühe? Ich weiß es nicht. Hätte ich vielleicht doch zuerst dich nutzen sollen. So, weg mit der Deckung, damit das aufhört. Oh, freie Schussbahn. Alli hopp. Bring's zu Ende. Junkyard. Okay. Soweit, so gut. Hier werden wir jetzt einfach mal in Overwatch gehen und hoffen, dass keiner von den Alien-Truppen nochmal hier anrückt. Vorerst. Das hört sich aber stark danach an. So, weil ihr jetzt noch in der Gaswolke gestanden habt, werdet ihr erstmal nachladen. Nein. Vorsicht. Gaswolke ist zwar weg, aber ihr habt immer noch die Dunstwolke um euch rum. Das bedeutet, alles, was ihr tut, wirkt sich negativ auf euch aus. Deshalb, ich werde euch außen vorlassen. Alle anderen werden nachladen. Nein, nein. Nachladen. Nachladen. Du hast nachgeladen, du kannst in Overwatch. Du brauchst noch nicht nachladen, du gehst in Overwatch. Du kannst nachladen. Ah, nein, kannst du nicht. Jedes Mal auf die Overwatch. Wenn ich nur noch euch beide habe, das ist nämlich genau jetzt der Fall, beende ich den Zug. So, dich müsste ich auch mal irgendwo in Deckung bewegen. Jetzt bin ich nicht sicher, ob deine... Ne, er dampft noch, das heißt, du wirst auch noch dampfen. Ich beende den Zug. So, also wenn die Dampfwolke jetzt noch aktiv ist, werde ich grantig. Ich werde mir erstmal hier rüberziehen. Kannst du fröhlich mit dem Nachladen beginnen. Overwatch, Nachladen. Overwatch. Und unser Medic ist jetzt dran. Der Medic kann jetzt seinem Job richtig nachgehen.
und hier die Heilung versprühen. Sehr gut. Und der Rest wird versuchen, den Feind zu sehen und nach Möglichkeit sich zu verteidigen. Nachladen und... Nee, du musst da weg. So. In ein Versteck oder sowas. Genau so. Es könnten noch zwei Truppen sein. Beunruhigt mich ein wenig. Isin. Der ist wieder heile. Nächste Runde mache ich den nächsten heile. Und ja, dich würde ich auch gerne noch beheilen, aber das gilt es abzuwarten. Alle anderen in Overwatch. Weltkanister werde ich sowieso keine mehr einfangen können. Die Zeit ist vorbei. Wieso bist du nicht im Overwatch? Na gut, du kannst nachladen. So, hier noch einmal heilen und dann können wir noch den letzten heilen. Vielleicht sorgen wir dafür, dass die Krankenhausaufenthalte etwas kürzer sind. Naja, das ist nicht spektakulär, diese Mission, aber zumindest sind wir bis hierher erfolgreich. So, Medic. Ein letztes Mal heilen und dann sind wir wieder kampfbereit und einsatzbereit mit unserer Truppe. Dann heißt es nur noch geschickt positionieren, aber erstmal abwarten. Was sitzt hier irgendjemand drin oder warum wird das da immer angezeigt? Rennen wir da jemanden oder was? Jetzt bin ich neugierig, jetzt will ich das Ganze wissen. Nö. Nicht wirklich. Und wenn unser Sniper müsste das denn ja auch mitkriegen, dass da jemand rumkreucht und fleucht. Von daher... Frage ist nur, wie kann ich mich am besten nach vorne positionieren? Meine Leute haben ein bisschen kurze Beine. Drei Stück. Bevor du dich wieder bewegst, schauen wir mal, wer wirken kann. Niemand, war ja klar. Ab hinter dem Schreibtisch. Wo sind unsere Fernkämpfer? Unsere richtigen? Da, sehr schön. Nehmen wir die 62%, das ist doch mal ein guter Anfang. Das war nicht so gut. Ah gut, Overwatch. Ah, du kannst nichts sehen, du kannst nichts beschießen. Das ist äußerst unpraktisch. Kannst du jetzt gleich irgendwo hingehen und irgendwas sehen und beschießen? Ja. Und dich lassen wir nicht da vorne alleine kämpfen. Nein, du kommst tatsächlich in eine Position, wo du nichts machen kannst. Aus dem einfachen Grund, sie werden dich sowieso jagen. Da ist er schon. Und du solltest dann zumindest dafür sorgen, dass der Overwatch hier funktioniert. Ja, sehr gut. Und noch einmal. Perfekt. Wir werden zwar keine Gefangenen machen, so wie es aussieht. Sind alle sehr weit weg und relativ schusskräftig.
Aber wir können ihn zumindest ordentlich wehtun. Das versuchen wir jetzt auch mal. Jawohl. Sehr gut. Ja, lieber auf ihn. Der andere ist relativ schnell geschossen, aber der Mutone da hinten, den hätte ich gerne vorzeitig verwundet, bevor er irgendwie zu nah an uns rankommt. Ja, hier können wir nur auf den... Er ist der Floater schießen. Das wäre auch gelungen. Sehr schön. Du siehst tatsächlich den Mutonen, also Feuer frei. Nee. Und dich schenken wir in Overwatch. Dich ebenfalls in Overwatch. Und auch hier gilt Overwatch. Kannst du noch mal schießen? Au, das ist gut. 51% ist zumindest mal etwas mehr als die Hälfte. Ja, Panik. War klar. Rookies. Ich sag's ja. So, er läuft weg. Das heißt, wir haben Zeit zum Nachladen. Jeder, der nicht geschossen hat, darf dann Overwatch gehen. Alle, die geschossen haben, einmal nachladen. Der muss nämlich erstmal nochmal zu uns laufen, um uns gefährlich werden zu können. Und das wird er vorerst, glaube ich, nicht machen. Beweisaufnahme beendet. Könnte ich mich allmählich wieder in Richtung Feind selber bewegen? Sind ja alle vorbereitet. Gesund und munter. Sind, haben alle nachgeladen, sind alle motiviert. Setz mich mal hier hinter den Schreibtisch und ziehe mich ein, falls wir zu einem Schuss kommen. Ich einfach nach vorne schicken wäre blöd, vor allem da unsere Sniper im Moment nicht schießen können, da sie ja gerade am Einzielen sind. So, schön hinter den Blumentopf versteckt. Du hast nicht nachgeladen, das machst du am besten noch. Overwatch. Und Overwatch. Ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommt. So, du machst mal Licht an. Jawohl, kannst ihn sogar sehen. Jetzt ist die Frage, wer darf ihn abschießen? Und wenn ich hier um die Ecke rumlaufe, siehst du ihn vielleicht auch. Nein, das reicht noch nicht. Wo sind unsere Sniper? Da. Du könntest ihn auf jeden Fall schon mal anschießen, wenn du ihn nicht sogar gerade wegrempelst. Das wäre gar nicht schlecht. Jawohl, das wird eine Vernichtung. Und wir gewinnen die Mission. All mission objectives completed. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Aktion. Ein paar viele Verwundungen, ja, aber es hält sich in Grenzen. Wir haben zwar keine Gefangenen gemacht, aber wir haben das Nötigste erledigt. Wir haben etwas Geld gekriegt, ganz wichtig. Wir können also gleich wieder Laserwaffen bauen und Satelliten müssten wir auch bauen. Die Beförderungen machen wir ein andermal. Ja, die Beute war halt eben nicht sonderlich groß. Ein Meld, juhu! Panik reduziert, sehr gut. Etwas Geld und... Remember, we will be watching. Als hätte ich so viele Rüstungen. Müsste sie auch gleich kaputt machen. Acht Stunden, dann sind die Laser Rifles fertig. Jawohl. Dann hat jeder wieder eine Laser Rifle, wenn er auf Tour geht. Naja, fast. Das Geld, das ich jetzt über habe, das sollte ich tatsächlich zum Bau von weiteren Laserwaffen benutzen. Zwei Stück. Nee, kann nur einen bauen. Dann lassen wir's. Dann lohnt es sich noch nicht mal.
Dann heben wir es für was anderes auf. Hoffen wir, dass nicht allzu viel Geld jetzt benötigt wird die nächste Zeit. Jawohl, Laserwaffen fertig. Die Reparatur der Laserwaffen passt fertig. Ich will nicht, aber ich muss. Der ist wieder schon wieder auf Jagd unseres Satelliten. Wir haben den noch nicht mal richtig am Himmel hängen, der wird da schon gejagt. We're in pursuit. Respekt, wir haben nichts erreicht. Ganz toll. Hätte ich auch lassen können. Jetzt kann ich ihm nichts mehr tun. Ich hab doch... Oh, ich hab einen. Ha! Feuer frei. In 7 Stunden habe ich den nächsten. Enemy is padlocked. Ja, hätte ich jetzt Übermacht am Himmel gewählt, hätten unsere Flieger wahrscheinlich den einen oder anderen Gegner recht einfach abschießen können. Wir haben jetzt nicht gewonnen, aber er ist in Blubberbläschen eingetaucht. Das heißt, er ist eigentlich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist er jetzt missionsunfähig. Das heißt, er wird seine Mission, was auch immer sie war, wahrscheinlich Satelliten entdecken, nicht ausführen können. Warte mal ab, Protonen hergeben für ein bisschen Ingenieurwesen. Ich glaube nicht, dass das so prickelnd ist. Habe ich eigentlich schon... Nein, noch nicht. 5 Stunden wäre der Nächste dran. Der könnte dann tatsächlich seinen nächsten Kill abholen. Ah, ist schon abgehauen. Okay, kann man nichts machen. Yeah, wir haben Strom! Zeigt mir das Ding. Strom. Wie viel haben wir übrig? Richtig, richtig viel. Das ist echt gut. Labor. Geld haben wir natürlich keins. Deshalb bringt mir das Ganze erstmal noch nicht so viel, aber die Zukunft ist gerichtet. Wir können endlich mehr Gebäude bauen. So, das nächste ist die Biologie fertig, die Psionik fertig und wir können hier die verdeckten Operationen dann auch noch ausführen. We've got an incoming transmission, Commander. Guess who? Jawohl, 2 Missionen hintereinander, sehr dicht aneinander. Würde die Panik reduzieren und Unmengen an Geld freimachen. Wir haben eine große Zahl an Sichtungen von Aliens gemeldet bekommen. In einer Hauptstadt in Frankreich. Also wir müssen wieder nach Frankreich, um da die Panik zu reduzieren. Eine ernsthafte Bedrohung, unsere Truppen muss dahin und das Ganze aufhalten. Gut, dass sich die Top-Soldaten noch nicht eingesetzt haben. Denn für solche Missionen sind die Top-Soldaten eigentlich immer sehr gefragt. Android wird mitgehen. Hier unser Lights Out wird mitgehen. Scout haben wir einen. Alte Bärin. Passt. Sniper nehmen wir auch mit. Das wird natürlich wieder kritisch für die nächste Mission. Doc Trixie, ja, das geht eigentlich. Jetzt könnte ich auch ein paar schlechtere mitnehmen. Nehme Serene mit, damit Joe Silver dann bei der anderen Mission, dem Retten unseres... Nee, halt. Müsste ich kurz mal nachschauen, was sie kann. Repair war nochmal... Zweimal Arcthrown benutzen. Doch, dann darf sie mit, dann wird Joe... Verdammt. Sind die Leute falsch gesetzt? Berien, aus da, alte Berien hier rein. Dann kann hier unser Gunner rein. So, dann haben wir hier einen Platz frei.
würde ich sagen, Joe wird nachher die Rettungsaktion mit anführen, mit Doc und Trixie. Dafür darf Shotzi hier mit. Hulk kann dann mit, gegebenenfalls mit Joe Silver durch die Gegend ziehen. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ich könnte einen Neuling mitnehmen und ihn anlernen. Das wäre vielleicht auch keine so schlechte Idee. Dann wären sie keine nackten Neulinge mehr. Ich glaube, das mache ich sogar. Eine Position Neulinge. Alle verfügbaren Sachen verfügbar machen. Und natürlich unsere Leute dann entsprechend ausrüsten. Wie gehabt, Gunner und Sniper brauchen die neuen Rüstungen noch nicht. Behaupte ich jetzt. Voll. Dafür kriegst du eine Granate, wie es sich gehört. Du darfst ein Lasergewehr kriegen. Und natürlich eine neue Rüstung. Android. Brauchst keine neue. Du doch brauchst eine neue Rüstung. Als Top-Frontkämpfer. Dazu hätte ich vielleicht gerne das Targeting-Modul. Damit du mehr kritisch austeilst. Und Laser Sight. Kann ich ja nachher noch upgraden. Unser Gunner könnte Laser Sight austauschen gegen ein Scope. Nimm noch ein Laser Sight mit, du brauchst die Granate erstmal nicht. So, und wir wären auf 100. Ha! Da sollte doch ziemlich alles sitzen. Aldebaran, schnapp dir mal die bessere Rüstung, ein Lasergewehr und einen Motion Tracker. Dankeschön. Hat auch 100 mit seiner Ausrüstung. Yay! Okay, Shotzi, du bekommst die bessere Rüstung und einen Arcthrower, weil du es kannst. Shotgun passt. Sniper, du bekommst ein Scope. Rüstung brauchst du nicht. Marine, definitiv Rüstung, Gewehr. Oh, ich habe noch Waffen übrig. Statt der AP bekommst du einen Arcthrower. Sehr gut. Noch ein Lasergewehr dazu. Du bekommst einen Arcthrower. Und ein Notfall-Medikit. So, nochmal kurz durchgehen. Anna Medic. Infanterie, Scout, Assault, Sniper. Rocketeer habe ich keine. Also ein paar Neulinge kann ich wahrscheinlich zu Rocketeers ausbilden. Und Scouts. Scouts scheinen immer irgendwie im Krankenhaus rumzuliegen. Ja, los mit euch! Da bin ich mal gespannt. Dropship has arrived. Vorteil bei dieser Mission wird sein, wenn wir sie schaffen, bekommen wir richtig, richtig viel Bargeld. Bombe. Bäh. Bombe. Ich mag die Bombenmissionen nicht. Da sind wir immer so unter Zeitdruck. Aber zumindest ist es nicht der Friedhof. Friedhof und Bombe sind für mich immer sehr unangenehm. Mangels Deckung, mangels Übersicht, die man da haben kann. Das heißt, der Feind sieht eigentlich ständig, wo man langläuft. Und er positioniert sich immer recht angenehm, oder für mich unangenehm. So dass ich ihn aus der Deckung jagen muss und normalerweise braucht das alles seine Zeit. So, und die Zeit haben wir ja nicht, wie wir sehen. Die Bombe geht hoch in 4 Runden. Und wir können die Zeit verlängern. Ja, sagt er gerade. To locate and disarm that weapon before they're able to finish priming it.
Objectives updated. Dankeschön. Ja, und wir müssen diese Knotenpunkte ausschalten. Für jeden Knotenpunkt bekommen wir eine extra Runde Zeit, bis die Bombe hochgeht. Ja. Das Gemeine ist... Obwohl, es ist eigentlich gut. Das ist das Gute. Nicht wie beim Friedhof. Beim Friedhof ist es richtig gemein. Da hast du ein riesen, weitläufiges Gebiet. Hier hast du einen schmalen Schlauch. Man sieht es schon. Hier ist der eine Rand. Hier ist der andere Rand. Gleich bei dem LKW. Etwas hinter dem LKW. Und von dieser Seite müssen wir schlauchartig bis irgendwo ganz da drüben. Ich brauche es nicht zu zeigen. Ihr kennt es ja. Ja. Was machen wir jetzt? Ich glaube, die Folge beenden. Bei der Aufgabe gehen wir von der Zeit her nicht mehr durch. Schaffen wir gar nicht. Also erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.